Heutzutage spielt Geld in unserer Gesellschaft eine zu große Rolle. Ja, das stimmt leider auch. Weil wenn man sich einen Job aussucht, ist es meistens danach, wie viel man verdient und so. Und die Ausbildung wird danach gerichtet, wie viel man verdient. Dann wird überall gespart, was nur geht, und dann das Geld auf der anderen Seite für irgendwelche unnötigen Sachen rausgehauen. Ich glaube, das spielt eine viel zu große Rolle bei uns. Ohne Geld kannst du keinen Tank leisten, keine Wohnung, Haus oder irgendwas leisten. Und dann wirst du irgendwann einmal auf der Straße stehen und wenn du auf der Straße bist, dann bist du einfach keiner mehr. Wenn man weniger Geld hat, hat man weniger Spaß oft. Außer man hat die richtigen Freunde. Ohne Geld geht in der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft eigentlich gar nichts mehr. Was ich auch manchmal wirklich schade finde. Aber ich glaube auch, dass langsam ein Bewusstsein bei vielen Menschen entsteht, dass Geld oder materielles Glück nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Glück. Aber ich finde auch, in Österreich sind inzwischen schon richtig viele nette kleine Gegenbewegungen. Somit, dass man versucht zu tauschen und zu teilen. Foodsharing und das ganze Zeug. Ja. Zahl so viel du willst. Stimmt. Ja. Fürs Essen. Man braucht immer wieder das Beste, das Neueste, wenn man es von der Hinsicht ausgeht. Es wird an das Gefühl übermittelt, ich brauche jetzt das Neueste, damit ich mich darüber definieren kann, damit ich, weiß ich nicht, eine gewisse Stellung in der Gesellschaft einnehmen kann oder was weiß ich, damit ich was wert bin. Ich meine, hast du Geld, bist du wer? Ich meine, kannst du dich erinnern an den Typen? Der hat das alles zwischen uns falsch aufgefasst, aber irgendwann mal hat er anscheinend einen neuen Beruf bekommen und meinte zu mir, frech, ich habe jetzt ein Audi, verdiene über 2000 Euro im Monat, willst du nicht mit mir zusammen sein? Es ist allein noch, wie sich die Leute dann zusammenschließen. Die, die mehr Geld haben, bilden dann eine Einheit und die weniger haben, die eine. Und das finde ich eigentlich auch furchtbar. Nein, und ich denke auch, die Verteilung ist unfair. Weil wie kann das sein, dass wir in so einem Wohlstand leben hier? Und dass es einfach Leute gibt, die kein Geld haben und dadurch am Rande der Existenz leben müssen. Und da hast du einfach Glück, wo du hier geboren wirst. Also das entscheidet darüber, was für ein Leben du führst. Und das finde ich einfach. Also ich muss auch sagen, ich bin extrem froh darüber. Ja, absolut. Ja. Man muss es halt zu schätzen wissen. Man sieht immer das, was man nicht hat im Vergleich zu Menschen, die noch viel mehr haben. Und lernt nicht das zu schätzen, was man eigentlich hat. Noch was anderen streben, was für uns irgendwie schwerer zu erreichen ist. Weil Essen habe ich ja eh. Ich muss nicht mehr für meine Grundwerte so viel tun. Was mich sehr stört, dass ich das Gefühl habe, dass alles irgendwie sehr wirtschaftsorientiert ist. Und alles, was man macht, muss lukrativ sein. Wenn ich Musik machen will, muss ich sie auch verkaufen können. Weil Geld halt auch ganz ein ganz großes Statusding ist und sehr viele Leute einfach immer mehr Geld haben wollen und immer mehr zeigen wollen, wie viel Geld sie haben. Und das finde ich einfach keine gute Entwicklung, weil es nicht darum geht, Geld zu haben, sondern weil es für mich darum geht, ein guter Mensch zu sein oder zufrieden zu sein. Die Ungleichheit in Österreich nimmt immer mehr zu. Das sicherlich, ja. Also allein im Gesundheitssystem, Zweiklassengesellschaft. Es gibt immer mehr reiche Menschen, glaube ich auch, die oder sehr gut verdienen. Und dann gibt es halt Menschen, die nicht so gut verdienen. Und dadurch, dass Leben immer teurer wird, Miete, Lebensmittel, wird es dann auch mit einem Kleingehalt immer schwieriger zum Überleben. Wenn ich es vergleiche, wo ich vor 10 Jahren nach Österreich gekommen bin und jetzt zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass das stimmt. Vielleicht so irgendwie, dass es noch mehr Leute gibt, die arm sind. Dadurch, dass Vermögen vererbt wird, haben gewisse Menschen eine bessere Startposition als andere Menschen. Und gut finde ich es natürlich nicht, weil sich dadurch natürlich die Gefahr von einer Elitenbildung ganz stark ist, dass irgendwann gewisse Clans oder gewisse Familien sich herauskristallisiert, dass nur ganz wenige Leute die Macht oder das finanzielle Wohlergehen quasi denen zugutekommt. Ich meine, schau dir das an, jetzt der wirklich schöne Attersee. Also das Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, ich bin hergekommen, wirklich, und ich habe den See gesehen und das war einer wirklich. Er hat sich verliebt. Er hat sich richtig verliebt. Ja, neben ihm. Aber der Attersee ist wirklich wunderschön. Und wenn ich jetzt höre, dass das jetzt langsam privatisiert wird und man dann mal irgendwann mal schauen kann, wie man da baden geht, dann denke ich mir schon, dass da eine unglaubliche Ungleichheit ist.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, wer hat Geld, ja, wer kann. Wer der Größeren frisst, den Kleinen, ne? Ich sage jetzt mal in der Hinsicht, verschieden ist gut, anders etc., weil jeder ist nicht gleich. Die Ungleichheit. Wenn man ausschaut, 10 Leute genau gleich sind, das ist uninteressant. Und die Ungleichheit, Tennismatches sind immer ungleich, aber es gleicht zum Schluss immer wieder alles aus. Es gibt so viele arme Menschen. Also ich sage jetzt einmal, wenn wir es wieder global betrachten, ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele arme Menschen. Es gibt Länder der Welt, die haben sicher sehr, sehr wenig und würden sie selbst aber nicht als arm sehen. Ja, ja, das stimmt. Die sind ja nur arm im Vergleich zu uns. Wenn sie ihr Land hätten und das alles drin regeln würden, so gut wie es geht, dann wären sie vielleicht eh reich. Aber dadurch, dass sie für uns so viel machen, dadurch, dass auch die westlichen Staaten die so ausnützen, werden sie immer so bleiben und werden sich nicht in der Art, wie es gut wäre, weiterentwickeln. Dadurch, dass sie viel für andere arbeiten und nicht mehr für sich selber. Es müsste halt weniger reiche Menschen geben, vermutlich, damit es weniger arme Menschen gibt und keiner ist halt bereit, aufs die halt im Wohlstand leben. Sie müssten ja dann einfach nur nicht mehr so reich sein. Ja, eben. Ja. Aber die Superreichen sind vermutlich nicht bereit dazu, auf ihren Reichtum zu verzichten. Ja. Wenn man durch die Straßen geht, natürlich sieht man da halt Menschen, die halt, sag ich mal, betteln etc. Aber da weiß es im Endeffekt jetzt nie, okay, ist es jetzt ernsthaft oder ist es jetzt nur etwas Gespieltes? Naja, ein armer Mensch würde ich auch nennen. Eine, die schon eine Wohnung besitzt, aber trotzdem sich nichts leisten kann. Das ist für mich auch sicher. Das gibt sicher mehr als genug in Österreich. Ja, wahrscheinlich auch immer mehr. Meiner Meinung nach gibt es viel zu viele arme Menschen. Wir haben das Privileg und das Glück, in Österreich geboren worden zu sein. Wir sollten alles Mögliche tun, dass es eben keine mehr gibt, die hungern. Es macht teilweise so betroffen, dass ich dann einfach nicht mehr daran denken kann. Aber ich glaube trotzdem, dass diese armen Menschen, die wir als arm bezeichnen, viel mehr Lebensfreude haben wie wir, weil sie den Sinn des Lebens mehr verstehen. Das ist Seelenheil. Muss ja nicht unbedingt mit Geld und Wohlstand zusammenhängen. Es gibt zu viele reiche Menschen. Na, eigentlich gibt es nur ganz wenige reiche Menschen, die aber leider über das meiste Kapital verfügen. Dann haben sie es richtig gemacht im Leben, wenn sie reich sind. Das kann man eigentlich nur so sagen. Man wird nicht umsonst reich. Wäre toll, wenn jeder reich wäre. Also was heißt, es gibt zu viele reiche Menschen? Ich wollte gerade sagen, ich finde, es könnten ruhig mehr reiche Menschen geben. Ja, reiche Menschen, die wenn sie den Erfolg erarbeitet haben oder wenn es der Vater, wenn es vererbt worden ist, das Geld kommt ja nicht von irgendwo her. Das haben sie sich schon verdient. Was halt eher das Problem ist, sind die Menschen, die sich irgendwie nicht rechtmäßig bereichern. Von denen gibt es sicher zu viele, weil jeder Einzelne ist einer zu viel. Das sind sozusagen die verwöhnten Kinder oder die verwöhnten Menschen, die einfach nie wirklich etwas tun mussten, um im Wohlstand zu leben. Also ich würde sagen, es kann ganz viele reiche Menschen geben, die liebevoll sind, wenn sie ihr Geld auch teilen, wenn sie sehen, okay, ich kann ja auch andere Menschen finanziell glücklich machen, Sozialprojekte sponsern, wie auch immer. Dann finde ich, gibt es nicht so viele reiche Menschen. Ich glaube, dass das ein Hand in Hand spielt. Also genau, es gibt sehr viele sehr reiche Menschen, weil es sehr viele arme Menschen gibt. Viele reiche Menschen sich immer wieder daran bereichern, dass andere arm sind. Also man könnte jetzt zum Beispiel Spekulation mit Nahrungsmitteln nehmen. Da gibt es Leute auf den Börsen, die damit spekulieren und sich bereichern, also indem sie einfach dadurch ihr Geld verdienen. Und dann steigen die Nahrungsmittelpreise in irgendwelchen anderen Entwicklungsländern und dann können sich die Leute, die arm sind dort, das nicht mehr leisten und werden dadurch immer ärmer. Ja, wenn alle reich wären, wäre es schön. Wenn alle gleich viel hätten, wären alle wieder reich. Wenn alle arm sind, sind auch wieder alle reich. Wenn ich echt richtig viel Geld hätte, ich würde wirklich, glaube ich, wo nach Afrika fahren und da ein Riesenprojekt starten und da schauen, dass da was vorangeht. Oder vielleicht nicht unbedingt nur in Afrika, auch in unserem eigenen Land. Ich habe halt den utopischen Gedanken und auch ein bisschen holistisch, dass reiche Menschen aus Solidarität anderen auch etwas geben. Ja. Menschen, die im Überfluss leben, die den Überfluss nicht brauchen. Man könnte es verteilen.
leider hat sich die Gesellschaft durch Konsum und diesem ganzen Kapitalismus identifiziert. Insofern will ich, wenn ich in Zukunft in 20 Jahren das noch immer sehe, will ich jetzt auf dem Weg Menschen noch wachrütteln, dass es nicht um das Geld geht.